Ich würde gerne ein paar Sachen untersuchen. Mehrere Bilder, also mehrere Laden durchstöbern. Weil es immer irgendwo vielleicht was gibt, was ich vielleicht übersehen könnte. Dieses Flackern, das macht einen auch wahnsinnig. Haben wir auch nichts drin. Nichts drin, sag mal. Nichts, was wir irgendwie. Was ist das denn? Also das ist merkwürdig. Das ist äußerst merkwürdig. Ich möchte nicht wissen, was hier in dem Haus vorgeht. Schön. Ein Globus. Wieder mal. Ein schöner Globus. Okay. Aber da irgendwo Laden zufällig? Nein. Hier vielleicht irgendwas zum Aufmachen. Sag mal, es gibt ja nicht, dass ich bis jetzt kein weiteres Bild gefunden habe. Was soll denn das? So, ist hier irgendwo was? Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Hä? Was zur Hölle? Ist das ein Spiel? Ah, wieso? Wow! What the? Was passiert hier genau? Was genau passiert hier gerade? Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Ist die Tür quasi auf der anderen Seite, oder was? Kann ich irgendwie raus? Kann ich. Ein wunderschöner langer Gang. Ja, Unterwäsche. Nice. Hat schon wieder jemand Unterwäsche in den Laden reingetan. Oder in die kleinen Kästen. Ich weiß nicht, was das soll. Warum gibt man in so kleine Kästchen Unterwäsche rein? Ich verstehe es nicht. Das ist mir nicht. Undi! Das kommt mir so merkwürdig vor. Ich will mir sicher, da passiert irgendwas. Nein, der Hund ist verbrannt. Oh nein. Schöne Hund. Oh. Ich mag Hunde. Ich meine, nicht die ausgewachsenen, aber die ganz kleinen. Schade. Das sind alle Tierchen. So, okay. Was haben wir hier drin? Gar nichts. Irgendwo sagt mir, dass hier irgendwas Aufsammelbares ist.
bisschen was aufsammeln. Irgendwas ist hier. Guter Junge. Kann ich das irgendwie aufsammeln? Da ist was. Ah, komm. Ah. Honey. Remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Sie haben sich einen Hund gekauft und das ist das Armband dazu. Das Hundearmband oder das Hundehalsband. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob das ein aufsammelbares Objekt war, was wir irgendwie vielleicht fürs Kapitel gebraucht haben. Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Willst du das auch? Was genau soll ich auch wollen? Ich mag keine Rollstuhl. Oh, schön. Da haben wir einen wunderschönen Artikel. Ich habe die Leertaste gedrückt. Noch was oder wie ist das? Ah. Ein ehemals großer Künstler. Neues Bild von aus Galerien gelacht. Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert. Um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand geringerem als Jason Hawkes. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von ...... zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spekulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse denn angemessen sei, antwortete Hawkes: Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch würden wir schweigen und geben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. ...... Okay. What the f- Jetzt habe ich das gemerkt. Oh Gott. Ich dachte mir zuerst, hä, was ist jetzt los? Und dann sehe ich erst den Rollstuhl. Was zur Hölle? Oh, Leute. Das ist zu viel. Das ist doch eindeutig zu viel. Alter. Wieso? Wieso ist... Hä?
Ich weiß nicht, warum der Rollstuhl jetzt gerade hinter mir war, aber das. Das war äußerst creepy gerade. Gibt auch wieder nix. Ah. Der hat was von der Frisur, hat er was von Mozart. Na gut. Welche Tür nehmen wir? Links oder rechts? Ich nehme rechts. Ne, links. Entschuldigung. Gut, nehmen wir rechts. Ja, okay. Ich muss also gerade heraus weiter. Hallo. So. Grüß dich. So. Oh, Mademoiselle. Guten Tag. Ich meine, guten Abend. So. Okay. Weiter geht's. Oh. What? Hallo. Was soll das? Warum ist... Wo ist der Gang hin? Wo ist der verdammte Gottverdammte Kackgang hin? Wo ist der? Das gefällt mir gar nicht. Kann ich da die Tür wieder aufmachen? Wow. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Das ist äußerst. Hallo. Passiert irgendwas? Nein. Wow! The fuck? Oh. Das Spiel mag mich nicht. Ich dachte, es passiert nichts. Ah, man soll nicht immer denken, man ist in Sicherheit. Oh. Okay. Du doofes Spiel, du. Leck mich. Was? Nicht schon wieder. Moment mal, das haben wir doch schon vorher aufgemacht, oder? Da liegen jetzt plötzlich Gemälde, die vorher hier hangen. Und da. Ich guck erstmal hier lang. Was? Okay. Es ist eigentlich vollkommen schnurzegal, wo wir reingehen, ne? Es ist eigentlich vollkommen egal. Im Grunde ist sowieso überall dasselbe. Kann ich dann nochmal zu der Tür hin, bitte? Kann ich dann nochmal hin? Nö. Okay. Ich glaube, das Spiel will, dass wir eine dieser Türen benutzen. Deswegen gehe ich jetzt einfach da rein. Wow. Schön. Da hat's wohl den Ventilator runtergefetzt. So. Licht an. Aber da sonst noch irgendwo eine Lampe. Eine Lampe, die wir zum Leuchten bringen können. Nein. Okay. Mein Zucker gerade eben war nicht wirklich stark. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen gezuckt gerade. Aber
Ich hasse das. Wieso? Wie konnte sich der jetzt selbstständig machen? Wie konnte sich dieser Arschventilator, der von oben gerade runtersegelte, jetzt... Wie konnte sich der auf einmal selbstständig machen und da gegen die Wand krachen? Das muss irgendwer nach uns geworfen haben. Was zur Hölle? Licht. So. Irgendwer will nicht, dass wir hier sind. Da will irgendwer nicht, dass wir hier sind. Guter Mann, können Sie uns helfen? Nein, ich bin nur ein Gemälde. Okay. Gut ist. Wow. Ich bin beeindruckt von den ganzen... von den ganzen Räumen, von den unterschiedlichen Räumen vor allem. Sehen alle echt gut aus. Hallo. Ist das der Wind da draußen oder wie höre ich das? Das ist doch der Wind. Ich kann hier nicht rein. Ich möchte irgendwas lesen, bitteschön. Schade. Wir finden auch rein gar nichts, was wir aufsammeln können oder so. Das ist ja nicht so toll. Was zur Hölle? Warum ist die Tür jetzt auf einmal offen? Dankeschön fürs Aufmachen. Ich wollte es gerade selbst öffnen. Na, wie auch immer das war. Dankeschön fürs Aufmachen. Cool. Ich möchte gerne die Türe schließen. So. Okay, was haben wir hier denn? Haben wir da einen schönen Brief zum Lesen? Nein. Oh. Ein Bildchen. Modi. Nein. Dreh das Licht wieder an. Dreh das Licht wieder an, du Depp. Was zur Hölle? Wow. Die Wände. Nein. Kommen die Schritte so bekannt vor? Kommen die Schritte irgendwie so bekannt vor, als hätte ich die schon mal irgendwo gehört? Sechster April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist. Aber er soll es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Ja gut, wir wissen, dass die Familie eine Tochter hat. Oder hatte. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel und hier sind noch ein paar Kerzen. Schön.
sonst noch irgendwas aufmachen? Nein. Kann es sein, dass wir das eben waren? Weil irgendwie, wenn ich so gehe, wenn ich so durch das Level gehe, habe ich so das Gefühl, dass ich auch so humpel. Wie diese komische Person, die da gerade angeklopft hat vorhin. Könnte es sein, dass wir selbst waren? Irgendwie unser Geist? Oder dass wir tot sind und das einfach unser Geist war? Oder dass wir uns in der Vergangenheit befinden? Man merkt ja auch, dass er ein bisschen humpelt. Wow, what the? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Ja. Ich glaube, das sind wir eben gewesen. Wir selbst. Alter, diese Schleifspuren. Die gehen hier quasi entlang.